So, wie steht's eigentlich mit unserer Versorgung und Waffen? Überprüft eure Handelsrouten. Gar nicht schlecht. Ich würde sagen, wir heben wieder Truppen aus. 140 weniger. Er ist immer wieder ein Minus. Ah, das wird nicht ewig so bleiben. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir brauchen es ja für die Mission, sonst kommen wir ja nicht weiter. Wir müssen das ja tun. Wir brauchen die Soldaten und wenn wir diese Reihe weg haben und die hier, dann können wir erstmal hier richtig viel zerschießen. Es fehlt an Kleidung. Neue Einheiten sind bereit. Überprüft eure Handelsrouten. Jawohl, mein Fürst. Eure Stadt wächst und gedeiht. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Befehl. Ich weiß nicht, ob es geht oder ob ich jetzt gleich beschossen werde. Zum Angriff! Für Land und König! Wenn ich beschossen werde, kann ich nicht dafür garantieren, dass wir den wieder wegkriegen. Jawohl, mein Fürst. Mir nach! Mir nach! Übrigens auch faszinierend, die haben manchmal eine Fischerhütte, aber selten. Und immer einen Jäger. Die Nahrung brauchen sie aber nicht für sich selber, denn es ist ja keiner da. Außer im Kontor sind zwei und ich glaube, ein Jäger ist auch, oder ist einer und ein Jäger ist auch einer. Und König! Keine Gnade! Mir nach! Gut, gut. Also, wenn ich das Stück hier auch noch komme, dann habe ich nämlich freie Schussbahn. Keine Gnade. Sehr gut. Auf den werde ich nicht schießen können. Jawohl, mein Fürst. Zu Diensten, mein Fürst. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, mit der Versorgung, das müsste eigentlich so weit hinhauen jetzt. Ansonsten baue ich da halt noch was. Wenn wir Geld haben. Überprüft eure Handelsrouten. Beobachten wir mal, wie sich's entwickelt. Mit unserer Bilanz. Wenn ich natürlich immer mehr Einheiten in Auftrag gebe, wird es natürlich nicht zu unserem Gunsten laufen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Also lasse ich das erstmal. Könnt auch mal wieder ein bisschen was holen. Überprüft eure Handelsrouten. Ich schau mal Stoff und Nahrung von hier unten. Eine Einheit wurde ausgebildet. Ja, ich sehe, dass meine Bilanz in den Keller geht. Ist okay. Woran hängt's denn eigentlich gerade? Ah. Ankerlichten! Setzt die Vorsegel! Die Kleidung muss jetzt wieder anlaufen. Ja. Wissen, sie ist halt sauer. Oh, sind ordentlich Kanonen rausgekommen. Kann ich eigentlich die Dinger erstmal ausmachen wieder? Überprüft eure Handelsrouten. Steht so mal zur Bilanz. Echt mies. Neue Einheiten sind bereit. Ich würde sagen, wir müssen mal wieder einen Kahlschlag mit unseren Truppen machen. Bei minus 1000 wären wir ins Gefängnis geworfen wieder. Ihr geht mal hoch und macht den einen Turm hier kaputt. Ich denke mal, bei den anderen Türmen müssen wir es so machen, dass wir es einfach von unten aufräumen müssen. Anders wird das nicht funktionieren. Zu Diensten, mein Fürst.
Ich denke mal, Nahrung steigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Keine Gnade! Ernsthaft, der hält immer noch? Neue Einheiten sind bereit. Passiert das sich etwa? Ah, gut. Zu Diensten, mein Fürst. Überprüft eure Handelsrouten. Überprüft eure Handelsrouten. Soldaten wurden geheilt. Minus 16. Damit kann man doch leben. Kurzzeitig zumindest. Jawohl, mein Fürst. Glaubt mir, es wird nicht lange so bleiben. Zum Angriff! Gut macht er das. Diensten, mein Fürst. Gar nicht angreifen oder so. Es ist viel effektiver, wenn er rumsteht. Jawohl, mein Fürst. Ah, diese Wegfindung ist einfach furchtbar. Das war furchtbar. Furchtbar schlecht von meinen Leuten jetzt. Also, sowas ist nicht gut. Und schon haben wir 130 Bilanz. Überprüft eure Handelsrouten. In die Wanten! Wir warten jetzt noch kurz, bis sich unsere Bilanz ein bisschen erholt hat. Was jetzt natürlich passieren wird, wenn wir den Alkohol geben. Ah, das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Machen wir mal wieder Holz. Es läuft absolut nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir so Probleme mit dem Geld haben. Ah, da merkt man's. Einheiten sind einfach... Also Krieg ist echt teuer. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Treffer gelandet. Das ist zwar nicht gut gelaufen, aber wir haben ein paar Treffer gelandet. Das ist schon mal ein Anfang. Kein guter, aber es ist ein Anfang. Denn die haben leider viel, viel mehr Treffer bei uns gelandet. Überprüft eure Handelsrouten. Halt. Zurück. Du holst Werkzeug von hier. Und wir kriegen... Soldaten sind ausgebildet. Wir haben gleich wieder positives Geld. Vielleicht brauche ich dann doch noch ein paar Rinderfarmen mehr. Irgendwie brechen hier keine Feuer aus, oder? Wir hatten noch kein einziges Feuer. Ich überlege gerade, ob das hier überhaupt ausbrechen kann. Kakao ist Mangelware. Natürlich ist es das. Ihr müsst ja was zu meckern haben. Ah, Eisen ist genug da. Machen wir es mal an. Bloß noch plus 26. Eine Einheit wurde ausgebildet. Bis die fertig sind, opfern sie dann wieder und dann kann man wieder anfangen. Bloß nicht mehr. Überprüft eure Handelsrouten. Nur noch 5 Pioniere. Auf Bürger werden wir. Wir könnten die rein theoretisch auf Bürger aufsteigen lassen. Weintrauben und Tabak ist ja da, aber. Ich glaube, das ist. Es fehlt an Kakao. Nicht Sinn des Ganzen.
Ich glaube, ich hatte normale Geschwindigkeit. Schau mal, wie schnell das geht. In 7 bis 8er Schritten, oder? Das müsste gleich auf 78. Ja. 7 bis 8er Schritt auf jeden Fall. Ärgerlich. Das kostet eigentlich die kleine Burg 55, die kostet 90. Ich glaube, die andere kostet Kakao nur noch 30. Ist Mangelware. Eine Einheit der Vorteil wurde ist allerdings, es geht schneller und ihr könnt mehr Einheiten mit gleichzeitig ausbilden lassen. Ach okay, nicht gleichzeitig, ihr werdet nach und nach ausgebildet, aber ihr könnt halt mehr Einheiten drin lagern. Überprüft eure Handelsrouten. Da müsst ihr auch aufpassen, wenn der Gegner. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Darf ich auch mal was sagen? Ihr müsst natürlich halt auch... Es fehlt an Kakao. Halt die Klappe. Ihr müsst halt auch aufpassen, wenn ihr dann halt mal beim Gegner angreift und ihr setzt Einheiten raus, dann kommen aus einer Burg... Was ist da noch? Freiburg, nur falsch geschrieben. Deutlich mehr Truppen aus... Oh, könnte auch Feuer ausbrechen. Gut, dann wissen wir das jetzt wenigstens. Schön, dass die Feuerwehr kommt und nicht die... Okay, kommen beide. Neue Soldaten sind verfügbar. So, ja, das ist die Gefahr, wenn die Häuser nicht abgerissen werden. Beziehungsweise nicht gelöscht werden. Das Feuer breitet sich aus. Das breitet sich sogar auf Sachen aus, die normalerweise nicht anbrennen. Außer es ist jetzt hier ein Vulkan, dann wird hier alles abfackeln. Aber, ja. Bis auf die Feuerwehr. Die Feuerwehr kann nicht in Brand gesetzt werden. Und ich glaube, die Kapelle kann Kakao auch nicht brennen zum Beispiel. Mangelware. Ein paar Sachen können nicht brennen. Die gehen direkt kaputt. Alles andere geht in Flammen auf erst und brennt dann halt langsam nieder. In den Häusern ist halt so, dass die Bewohner dann sterben. Bei diesen Animationen wird halt wieder alles auf Normalgeschwindigkeit gesetzt, was nicht zu meinem Zufrieden... Überprüft eure Handelsrouten. Was ich mag. Ich könnte noch ein paar Häuser mehr bauen, aber es reicht eigentlich. Kakao ist Mangelware. Ich habe doch genug Geld. Minus 24, ja. Neue Soldaten sind verfügbar. Zu Diensten, mein Fürst. Ich nehme ein paar weniger diesmal. Zu Diensten, mein Fürst. Zum Angriff, zu Befehl. Für Land und König. Diese Wegfindung waren echt furchtbar anscheinend. Überprüft eure Handelsrouten. Neue Soldaten sind verfügbar. Zu Diensten, mein Fürst. Kakao ist Mangelware. Zu Befehl. Dann müssen wir die drei hier kriegen. Und dann den. Soldaten wurden geheilt. Für unseren Herrscher. Mir nach. Angriff. Mir nach. Kakao ist Mangelware. Keine Gnade. Angriff! Keine Gnade. Zu Diensten, mein Fürst. Zu Befehl. Gut, dann frei Schussbahn. Neue Soldaten sind verfügbar. Überprüft eure Handelsrouten. Das Gemeine ist auch wenn die in der Ausbildung sind, Soldaten kosten die ihr schon Geld. Soldaten wurden geheilt. Kakao ist Mangelware. Gewürze sind Mangelware. Solange sie zwischendrin mal glücklich sind, ist alles okay. In die Wanten! Es fehlt an Kakao. Es fehlt ständig an Kakao. Soldaten sind ausgebildet. Ankerlichten! Überprüft eure Handelsrouten. Wenn das Infanteristen nicht wäre, dann wäre es... viel leichter. Aber das Spiel muss ja nicht immer leicht sein. Kakao ist Mangelware. Gewürze sind Mangelware. Gesichert. Zu Diensten, mein Fürst. Wir werden gleich beschossen. Jawohl, mein Fürst. Für unseren Herrscher! Zu Befehl! Zum Angriff! Natürlich, Soldaten sind ausgebildet. Ich habe das Gefühl, dass absichtlich so gemacht ist. Es fehlt an Gewürzen. Würde ich fast schon vermuten. Zu Befehl!
Krieg. Nee, das ist garantiert Zufall, aber trotzdem. Keine Gnade. Ich würde sagen, wir räumen jetzt hier erstmal die Bude auf. Buden auf. Dann greifen wir die Türme richtig an. Nehmen erstmal Rache für unsere gefallenen Brüder. Keine Gnade. Mir nach. Mir nach. Was? Hat der Turm gerade geschossen? Überprüft eure Handelsrouten. Für unseren Herrscher! Jawohl, mein Fürst! So. Jawohl, mein Fürst! Dann machen wir den einen Turm kaputt, dann zerschießen wir die Häuser und dann geht es halt weiter, Schritt für Schritt. Keine Gnade! Zu Diensten, mein Fürst! Gut, jawohl, mein Fürst! So weit soll man nicht gehen. Kakao ist Mangelware. Jawohl, mein Fürst. Zu Befehl. Für unseren Herrscher. Für unseren Herrscher. Zu Diensten, mein Fürst. Soldaten wurden geheilt. Ich merke gerade, dass ich es nicht mehr gewohnt bin, ruhig zu sitzen. Neue Einheiten sind bereit. Ja, ich war als Kind ein Zappel-Philipp, ich bin es immer noch. Sollte man sich Gewürze eigentlich auch behalten. Gewürze sind Mangelware. Es ist tatsächlich eigentlich eine positive Eigenschaft. Kakao ist Mangelware. Wenn Kinder nur noch rumsitzen, ist das eigentlich unnormal. Überprüft eure Handelsrouten. Neue Soldaten sind verfügbar. Überprüft eure Handelsrouten. Zu Befehl für Land und König. Ich mach Platz, damit ich auch richtig schießen kann. Macht sie platt. Das hängt gerade ein bisschen, warum weiß ich nicht. Für Land und König. Würze sind Mangelware. Es fehlt an Kakao. Zu Befehl. Ich hoffe nicht, dass meine Platte irgendwann voll läuft. Überprüft eure Handelsrouten. Aber eigentlich dürfte es nicht sein. Soldaten sind ausgebildet. Soldaten wurden geheilt. Kakao ist Mangelware. Überprüft eure Handelsrouten. Den geht's auch gut, das hält sich schön in Waage. Minus ein holen wir uns noch und dann. Es dauert, aber es geht aufwärts. Gewürze sind Mangelware. Wir haben immerhin hier oben schon mal alles weg. Die Hälfte der Stadt ist schon mal weg. Eine Einheit wurde ausgebildet. Überprüft eure Handelsrouten. Es fehlt an Gewürzen. Es fehlt an Kakao. Jawohl, mein Fürst! Zum Angriff! Für Land und König! Zu Befehl! Angriff! Keine Gnade! Attacke! Gut. Für geht mal. Unseren zu Herrscher! Diensten, mein Fürst! Attacke! Neue Einheiten sind bereit! Jawohl, mein Fürst! So. Zu Diensten, mein Fürst! Wir holen uns den Turm jetzt. Überprüft eure Handelsrouten. Gut. Attacke! Oh, die Türme da hinten werden auch wieder lustig. Zu Diensten, ich versuche jetzt erstmal die Türme hier Attacke! Außen zu holen. Jeder zerstörte Turm ist einer weniger, der gefährlich wird. Für unseren Herrscher! Land. Es fehlt an Gewürzen. Keine Gnade.
Gnade. Schade. Eine Einheit wurde ausgebildet. Dann holen wir uns noch den, dann können wir vielleicht hier außen alles aufräumen. Uns sind die Kanonen ausgegangen, sehe ich gerade. Überprüft eure Handelsrouten. Wie viel haben wir denn hier gelagert? Es fehlt an Kakao. 70, das reicht. Es fehlt an Gewürzen. Setzt die Vorsäge! Neue Soldaten sind verfügbar. Lustig ist auch, man kann die Einheiten auch ohne Waffen ausbilden. Die können ausgebildet Kakao sein, aber... Kakao ist Mangelware. ...noch unbewaffnet, so wie... Okay, die haben Bewaffnung. Orange heißt noch keine Bewaffnung. Überprüft eure Die können aber trotzdem ausgebildet werden. Das ist kein Problem. Und Sold muss man natürlich auch bezahlen. Ist ja logisch. Es fehlt an Kakao. Soldaten sind ausgebildet. Normalerweise mache ich so, wenn ich alle Gegner besiegt habe, lösche ich meistens immer meine Einheiten, weil die braucht man dann nicht mehr. Wenn ich sie besiege, weil ganz oft... Es fehlt eigentlich, wenn ich... Bilde ich immer nur Soldaten aus, wenn ich wirklich Krieg vorhabe. Überprüft eure Handelsrouten. Neue Soldaten sind verfügbar. Es fehlt an Gewürzen. Nicht wie vorgehabt. Es fehlt an Kakao. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Was lernen wir daraus? Die KI nicht machen lassen. Am besten, ich komme von hier hinten. Dann habe ich freies Schutzfeld. Jawohl, mein Fürst! Es fehlt an Kakao. Machen sollen. Überprüft eure Handelsrouten. Gewürze sind Mangelware. Neue Einheiten sind bereit. Überprüft eure Handelsrouten. Es fehlt an Kleidung. Gewürze sind Mangelware. Für unseren Herrscher! Es fehlt also an Stoff. Der Alkohol geht zur Neige. Überprüft eure Handelsrouten. Ankerlicht! Neue Soldaten sind verfügbar. Überprüft eure Handelsrouten. Durch sind im Spiel, denke ich mal. Das hätte ich schon viel eher machen sollen. Einfach abreißen. Kann ich die drei holen? Gewürze sind Mangelware. Dann kann ich mir den holen und die zwei werde ich dann auch noch schaffen irgendwie. Neue Soldaten sind verfügbar. Überprüft eure Handelsrouten. Es fehlt an Gewürzen. Abmarsch. Wir holen uns jetzt zwei Türme. Bis in den Tod. Hatta oder so ähnlich. Überprüft eure Handelsrouten. Es fehlt an Gewürzen. Ich fände es toll, wenn ich hier Türme hinstellen könnte. Und die dann Turm gegen Turm kämpfen würden, so wie bei Age of Empires 2, wenn man zwei Beobachtungstürme nebeneinander stellt. Für unseren Herrscher! Soldaten sind ausgebildet. Überprüft eure Handelsrouten. Piratenturm zerstören, einen Turm auf den kriegen. Für Land und König! Kakao ist Mangelware. Es fehlt an Gewürzen. Zu Befehl! Gut. Zu Befehl! Für unseren Herrscher! Zu Befehl! Überprüft eure Handelsrouten. Unsere Bilanz ist auch wieder nicht die beste. Es fehlt an Kakao. Eine Einheit wurde ausgebildet. Zu Diensten, mein Fürst. Überprüft eure Handelsrouten. Drei blöde Türme noch. Soldaten wurden geheilt. Dann haben wir diese bescheuerte Mission geschafft. Warum habe ich eigentlich Minusgeld? Ich
Ich habe eine positive Bilanz. Lustigerweise kann ich auch weder kaufen noch verkaufen. Es fehlt an Kakao. Es fehlt an Gewürzen. Dann geht's noch gut. Eine Einheit wurde ausgebildet. Überprüft eure Handelsrouten. Zu Diensten, mein Fürst. Es fehlt an Gewürzen. Überprüft eure Handelsrouten. Zu Diensten, mein Fürst. Zum Angriff, zu Befehl. Für Land und König. Ja, die haben übrigens schlechte Häuser. Normale Häuser halten 3 oder 4 Schuss ab. Ich glaube, die hier halten bloß 3 ab. Unsere müssten 4 aushalten. Oh, mit einmal hält es doch mehr aus. Zu Diensten, mein Fürst. Und Attacke. Für Land und König keine Gnade. Für Land und König. Keine Gnade mit dieser Holzpalisade. Keine Gnade. Wir haben es fast geschafft. Zum Angriff. Ich mache jetzt ein bisschen Platz hier. Für Land und König. Mir nach. Keine Neue Gnade. Einheiten sind bereit. Komm, voran. Und jetzt machen wir das Ding hier. Zur Hacke, Peter. Es fehlt an Gewürzen. Überprüft eure Handelsrouten. Das Tolle ist, dann bräuchten wir rein die richtigen Soldaten nicht mehr. Bräuchten wir Kanonengießereien nicht mehr, außer einer. Keine. Ihr wart erfolgreich. Für eure großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Ist das jetzt das Outro oder weil wir die Piraten vernichtet haben? Weil das ja eigentlich in einem Endlosspiel zum Beispiel nicht möglich ist. Ihr konntet den euch gestellten Auftrag erfüllen. So viel Geld haben wir aber nicht. Ist wesentlich besser, als im Kerker zu schlummern. Und zu vermodern. So. Das war eine echte Kackmission, muss ich sagen. Der Osterpirat. Als nächstes kommt 3 sind 2 zu viel. Ui. Ui. Es wird noch sehr interessant, glaube ich. Okay, das war Anno 1602 für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte mega viel Spaß, vor allem im Knast. Okay. Ich wünsche euch was und bis zur nächsten Mission.